Willkommen zu Steffi kocht und backt. Heute nehme ich euch mit auf eine ganz klassische Pampered Chef Kochshow, wie sie in ganz vielen Haushalten in Deutschland gehalten wird. Ihr wisst nach diesem Video, was ist Pampered Chef, was sind die Bestseller-Produkte und ihr habt wirklich mal in die Welt einer Kochshow reingeschnuppert. Ich wünsche uns zusammen viel Spaß. Pampered Chef ist ein amerikanisches Direktvertriebsunternehmen, gibt es durchgängig seit 18 Jahren in Deutschland und Pampered Chef hat sich wirklich auf hochwertige Küchenhelfer spezialisiert, langlebig und wir haben wirklich eine der besten Produktserien, sind die Backformen, die bei euch in eurem hauseigenen Backofen einen Steinofeneffekt erzeugen. Das heißt, was verbindet man mit einem Steinofeneffekt? Alles wird besonders knusprig, braun und saftig. Und am meisten verbindet man mit dem Steinofenklima ein Steinofenbrot und eine Pizza oder einen Flammkuchen. Deswegen machen wir das heute zusammen. Wir backen ein schönes Steinofenbrot und bereiten noch zusammen einen Flammkuchen zu. Und beim Zubereiten erzähle ich euch, was so die Bestseller sind und auch wirklich die Wirkungsweise der Steine. Was passiert überhaupt im Backofen und was sollte man auch im Backofen beachten? Denn diese Backformen sind auch erklärungsbedürftig, damit sich dieser Steinofeneffekt direkt bei euch im Backofen einstellt. Auf einer Kochshow hat man immer drei Wege zu den Produkten. Ihr könnt ganz normal auf jeder Kochshow bestellen und ab einem gewissen Bestellwert bekommt man immer wirklich ein ganz hochwertiges, tolles Geschenk aus dem Katalog mit dazu. Wenn ihr jetzt aber sagt, ach, ich habe was auf meinem Bestellschein, hätte aber auch noch einige andere Wünsche, es lohnt sich wirklich sehr, mal Gastgeber zu sein. Erstens habt ihr einen super Abend, der wirklich Spaß macht. Es geht ums Essen und ums Trinken und ihr ladet einfach ein paar Freundinnen ein. Und zusätzlich habt ihr wirklich auch noch richtig viele Vorteile. Bei Pampered Chef bekommt man als Gastgeber je nach Gästeumsatz immer Produkte zum halben Preis. Man bekommt Geschenke, man bekommt Freiware anhand eines Punktesystems und wenn das alles nicht ausreicht, hat man immer noch Rabatt auf alles, was man bestellt. Also man bekommt immer alle vier Sachen und das macht richtig Spaß, wenn man sich das wirklich, das ist der günstigste Weg, sich die Produkte nach Hause zu holen. Wenn ihr jetzt aber sagt, Mensch, ich kann das alles gut gebrauchen, das beste Angebot bei Pampered Chef ist wirklich Berater zu werden und sich die Produkte ganz, ganz günstig nach Hause zu holen und man macht dann wirklich mal ein Praktikum und guckt mal, ob einem das gefällt. Ich bin zu Pampered Chef gekommen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, das habe ich auch schon in einem anderen Video erzählt. Ich wollte so eine Kochshow haben und in meinem Bereich gab es gar keine Beraterin. Ich bin dann kurzerhand, kurz entschlossen Beraterin geworden und das ist über 4 Jahre her. Und deswegen darf ich euch heute diese Kochshow zeigen. Und die Stoneware ist wirklich so mit das allerbeste Produkt. Das erkläre ich euch gleich ganz separat. Und es gibt wirklich noch ganz, ganz tolle Küchenhelfer von Pampered Chef, die sich wirklich Spaß machen, in die Küche zu holen. Als allererstes ist es wirklich so, diese Stoneware-Serie, die den Steinofeneffekt bei euch im Backofen erzeugt, die sollte gut erklärt sein, damit ihr richtig Spaß an den Formen habt. Und ganz wichtig, wenn eure Form nach Hause kommt, dann hat sie den Steinofeneffekt noch nicht von Tag 1. Den baut man durch Einbacken langsam auf. Jetzt seht ihr hier zwei ganz normale Brotback- und Schmortöpfe. Das sind unsere klassischen Brotbacktöpfe. Das ist unser kleiner neuer Star, den gibt es erst seit ein paar Tagen in Deutschland. Das ist die Ofenmeister-Serie. Wird überwiegend zum Brotbacken verwendet, aber auch ohne Deckel als Auflaufform oder für Schmorgerichte. Dann haben wir noch die ganz normale Brat- und Backform. Das ist wirklich eine der meistverkauftesten Formen. Dafür kann man Aufläufe drin zubereiten, große Mengen Fleisch, Bratwürstchen. Das lernt ihr gleich noch kennen, was wir alles da drin zubereiten können. Das ist, die ihr hier seht, die ganz klassische Pizzaplatte. Absoluter Bestseller. Da bereiten wir einfach Pizza, Flammkuchen drauf zu. Also es ist wirklich für jeden Geschmack und für jede Art von Backen gibt es verschiedene Formen von Pampered Chef. Jetzt ist es aber so, wenn eure Form nach Hause kommt, ist sie so weiß, so rau und einfach sehr stumpf.
Dieser Steinofeneffekt wird langsam aufgebaut, indem ihr eure Formen einfettet mit einem hocherhitzbaren Fett. Das wäre unter anderem Kokosfett, hocherhitzbares Rapsöl, einfach ein Fett, was ihr in der Bratpfanne auch richtig heiß werden lassen könntet. Und bevor ihr zum Beispiel euer Fleisch hier reinlegt, fettet ihr eure Form gut ein und dann legt ihr das Lebensmittel einfach mit dazu. Und ihr werdet anhand von ein paar Backprozessen merken, dass eure Form immer dunkler wird, immer glatter wird und einfach eine schöne Patina bekommt, eine schöne Farbe bekommt. Und das ist dann diese natürliche Antihaftbeschichtung, die sogenannte Patina, die sich aufbaut und die wird wirklich durch Einbacken von Fett erzeugt. Wenn ihr jetzt merkt, dass an eurem Stein nichts mehr haften bleibt, dann könnt ihr dieses Fetten aufhören. Ab dem Tag habt ihr genug Patina und dann könnt ihr weiterhin fettfrei garen. Also wirklich wichtig zu wissen, ihr baut wirklich nur ein zeitlich begrenztes Programm auf. Und dann hört man das auf und ab dann ist fettfreies Garen möglich. Dann ist es noch so, dass keine Form Geschmack und Geruch annimmt. Also ihr könnt Fisch da drin zubereiten, Plätzchen backen. Keine Form nimmt Geschmack und Geruch an und ihr dürft völlig frei auf den Stein schneiden, kratzen, ganz egal. Die Reinigung ist wirklich super einfach. Ihr nehmt einfach einen Lappen, heißes Wasser, abwischen, fertig. Wenn ihr jetzt aber in dieser Form zum Beispiel ein Gulasch hattet und möchtet da einen Tropfen Spüli reinmachen, gehen eure Steine davon überhaupt nicht kaputt. Nur die Patina geht wieder etwas runter. Also ihr könnt wirklich auch mit einer Bürste und einem Tropfen Spüli reingehen, dann müsstet ihr vielleicht einmal wieder fetten, aber eure Steine gehen überhaupt nicht kaputt. Wir sagen immer Steine zu den Formen. Das ist gar nicht so. Das ist nämlich reiner weißer Ton, der wird in Amerika gewonnen, verarbeitet und gebrannt und durch den besonderen Herstellungsprozess bekommen die diese vielen positiven Eigenschaften. Also ihr bekommt wirklich ein reines Naturprodukt und keine Form gleich der anderen. Jede Form geht in der Endproduktion durch Menschenhand und es kann auch mal sein, dass ihr einen kleinen Huckel drauf habt oder so eine kleine Wischstelle. Das ist wirklich, es kommt ein reines Unikat zu euch nach Hause. Die packe ich jetzt mal weg. So, die Reinigung habe ich ja eben schon erklärt. Zu jedem Stoneware-Produkt gehört so ein kleiner brauner Schaber. Damit könnt ihr einfach eingebranntes abschaben, abkratzen, das ist völlig egal. Ihr könnt aber auch alles andere nehmen. Also ihr könnt zum Beispiel so einen kleinen Servierheber nehmen und in etwas Käse angebranntes könnt ihr das einfach abkratzen. Ihr könntet sogar mit einer Spirale da dran gehen oder mit einem Glitzischwamm. Das macht den Stein überhaupt nichts aus. Damit ihr mal wisst, was so im Backofen passiert, erkläre ich euch das jetzt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr hier eine Pizza drauflegt, kann die, wenn das euer Backblech wäre, kann die Pizza nach oben hin super abschwitzen. Die kann nach oben knusprig werden, aber nach unten Richtung Backblech schwitzt sie auch. Und ein Backblech kann keine Feuchtigkeit aufnehmen. Das heißt, es wird dann unten oft so ein bisschen feucht, ein bisschen matschig. Und das ist ja gerade das, was man bei Pizza oder Brot überhaupt nicht möchte. Die Stoneware, das ist ja wie euer neues Backblech. Die Stoneware ist in der Lage, die Feuchtigkeit von der Unterseite wegzuleiten. Das heißt, es entsteht zwischen der Pizza und dem Stein keine Feuchtigkeit und keine Schwitznässe. Das heißt, der Stein leitet die Feuchtigkeit in den Backofen, er lässt es zirkulieren und die Feuchtigkeit wird die ganze Zeit dem Gargut wiedergegeben. Es findet ein ständiger Austausch im Backofen statt. Und das lässt es so besonders knusprig werden. Jetzt muss man ein paar Dinge im Backofen beachten, damit sich dieser Effekt einstellt. Ganz wichtig, alle Formen, egal welche, müssen immer auf euer Backrost. Ihr habt ein Backblech und ein Backrost und die müssen auf euer Rost. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt sehen. Das ist der Stein auf dem Rost und sie lieben die Ober- und Unterhitze. Und deswegen solltet ihr alle Stoneware-Formen auf die unterste Schiene geben. Und die schönsten Backergebnisse erzielt man bei Ober- und Unterhitze. Aber Umluft ist überhaupt kein Problem, könnt ihr auch benutzen. Da muss man nur mit der Temperatur ein bisschen runter. Aber das kennen die Umluftbacker. Also so wird jede Form in den Backofen getan.
Dann ist es noch wichtig, hier habe ich nochmal ein Bild, was man für Fette nehmen könnte. Aber auch Kokosfett ist somit eins der schönsten Fette oder Rapsöl könnt ihr auch nehmen. Das Einzige, was ihr nicht nehmen solltet, ist Olivenöl, weil Olivenöl nicht hoch erhitzbar ist und ausharzen kann. Also ihr könnt nur zum Bilden der Patina solltet ihr das nicht nehmen. Wenn ihr jetzt aber eure Kartoffeln macht und ein bisschen Olivenöl drüber geben möchtet, ist das überhaupt kein Problem. Und zur Bildung der Patina sollte man auch kein selbstgemachtes Backtrennmittel verwenden. Das enthält nämlich Mehl und ist für diese reine Bildung der Patina nicht unbedingt vorteilhaft. Also das nimmt irgendwie einfach Rapsöl, das haben ja die meisten Menschen zu Hause. Jetzt werde ich auch oft gefragt, ja, was kann man denn auf diesen Formen und in diesen Formen zubereiten? Was ist denn überhaupt der Steinofeneffekt? Erstmal gehen eure Teige viel mehr auf, weil es im Backofen ein feuchtes Klima herrscht. Und dieser Steinofeneffekt machen ganz viele andere Sachen noch knusprig. Damit ihr mal eine Idee kommt, habe ich ein paar Fotos für euch. Das ist so ein ganz klassischer Hefezopf, den habe ich in den Brotbacktopf gelegt, in den, und habe das gebacken, damit ihr mal seht, wie Teige aufgehen. Dieses feuchte Klima lieben alle Kuchen, alle Zöpfe, Brötchen, Brot. Das ist wirklich ganz toll für diesen Steinofeneffekt. Ihr könnt wirklich alles, was die Tiefkühltruhe hergibt, auf die Steine legen. Das Wichtige ist, ihr müsst euch vorstellen, der Stein macht die Sachen knusprig. Er kann die Sachen aber nur knusprig machen, wenn das Lebensmittel den Zustand dazu hat. Das heißt, wenn ihr jetzt Tiefgekühltes drauflegt, taut es etwas an. Also wenn es so halb aufgetaut ist, ist alles super. Oder wenn ihr sagt, ach Mensch, ich gehe heute Morgen aus dem Haus und heute Abend möchte ich was backen, nehmt einfach die Tiefkühltüte und packt sie vielleicht schon in den Kühlschrank und dann legt ihr es auf den Stein und backt es ab. Solltet ihr was haben, was noch sehr tief gekühlt ist, dann solltet ihr es immer in den kalten Backofen legen, dass wir einfach die Aufheizzeit noch nutzen, damit das Lebensmittel aufgetaut wird. Das sind ganz klassische Reibekuchen, TK-Reibekuchen, aufgetaut und die sind einfach auf dem Zauberstein abgebacken. Das ist ein Backergebnis ungefähr nach 25 Minuten, ohne zu wenden, ohne irgendwas, ohne jegliche, da ist nur ganz, ganz bisschen Fett mit beigegeben, das hätte ich gar nicht machen brauchen. Das wird rundrum braun und knusprig. Ihr braucht in und auf den Formen überhaupt nichts mehr zu wenden. Der Stein ist in der Lage, die Unterseite knusprig zu machen. Und deswegen fällt dieses Wenden einfach weg. Also wenn bei euch auf der Tüte steht, nach der Hälfte der Garzeit wenden, könnt ihr einfach ignorieren. Wir brauchen nichts mehr zu wenden. Ihr könnt jegliche Art von Röstis, Kroketten, Kartoffelspalten aus der Tiefkultur auf die Steine legen und abbacken. Frisch ist natürlich auch immer am besten, also frische Kartoffeln drauflegen, überhaupt kein Problem. Kartoffelspalten, Pommes, einfach selber gemacht, das wird wunderbar. Aber wir sind alle berufstätig, wenn es mal schnell gehen muss, dann sind wir wirklich froh, wenn wir mal vielleicht auch eine Tüte nehmen können. Das ist ein Bild von Pommes. Die Pommes werden außen super knusprig und innen bleiben sie ganz, ganz saftig. Das macht richtig Spaß, die zu backen. Eine ganz tolle Sache ist auch Blätterteig. Blätterteig plustert sich richtig auf, wird richtig mürbe und blättrig und man hat überhaupt kein matschiges oder feuchtes Ergebnis. Hier habe ich auch noch mal ein schönes Rezept für euch. Das sind die Knusperstangen. Ihr findet alle Rezepte von den Bildern auch auf meiner Homepage. Das verlinke ich euch ganz unten mit im Text. Frikadellen ist ein ganz klassisches Kochshow-Rezept von mir. Das mache ich total gerne auf Kochshows, das machen wir heute nicht. Aber damit ihr es mal seht, also ihr legt einfach Frikadellen, wie ihr sie macht, das Rezept ist völlig egal, zum Beispiel in die Ofenhexe, das ist die Brat- und Backform, ohne Fettzugabe, ohne alles. Und dann backt ihr sie einfach im Backofen ab. Das Ergebnis ist rundrum braun, rundrum saftig und richtig lecker. Da ist das Bild. Das ist wirklich, das wird auf ganz vielen Kochshows gemacht. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen, mal zu testen. Wir dürfen auch Paniertes in die Form legen. Also ich empfehle euch immer, alles was Fleisch ist, was ausfettet,
immer in eine Form mit ranzulegen. Also entweder in die Brat- und Backform oder wir haben ja auch noch eine etwas größere Form. Hier seht ihr sie hier hinten. Das ist der Ofenzauberer, der hat einen Rand. Die wird auch sehr gerne genommen. Also das, was ausfettet, muss wirklich in eine Form mit Rand. Ebenso wie die Schnitzel. Ihr legt sie einfach in die Form, fettet sie vorher gut ein und dann pinselt ihr einfach die Panade mit etwas Fett ein. Einfach so ein bisschen auftupfen. Die werden nicht gewendet und ihr habt ungefähr nach einer halben Stunde ein richtig leckeres, saftiges Schnitzel, ohne dass die Küche riecht, dass die Küche fettig ist, sondern ihr könnt einfach das in den Backofen geben und guckt nach einer halben Stunde mal nach, wie es geworden ist. Also auch wieder nichts wenden, überhaupt nicht. Ein anderes Kochshow-Rezept von mir ist Currywurst. Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, wo eine Bratwurst im Sommer hin muss. Sie muss natürlich auf den Grill. Aber vielleicht ist der Grill mal nicht an, es ist Herbst und es muss schnell gehen. Es ist wirklich eine wahre Freude, Bratwurst in der Stoneware zuzubereiten. Die Bratwurst wird rundrum braun, knusprig, ist innen hochsaftig. Und da habe ich ein schönes Bild für euch, das Vorher-Nachher-Bild. Und die Unterseite ist wirklich ganz genau so braun. Und da ich ja eben euch schon erzählt habe, dass ihr in euren Formen schneiden könnt, dann schneide ich meine Currywurst immer, die Bratwurst schneide ich dann in der Form. Wir geben einfach ein bisschen Currysoße nach Wahl drüber, Currypulver, kurz nochmal in den Backofen und ihr habt eine ganz große Schüssel voller Currywurst und damit kriegt ihr wirklich eine Menge Leute satt. Das ist wirklich ganz klasse. Eins der schönsten Sachen ist Hähnchen aus der Stoneware. Hähnchen, das möchte man hochsaftig haben und ganz, ganz knusprig von außen. Jetzt ist es aber so, wenn ihr Hähnchenschenkel macht, fetten die Hähnchenschenkel so aus, dass die ganze Unterseite in Fett schwimmt. Und da habe ich einen kleinen Trick für euch. Wenn ihr diese Form habt, dann legt ihr einfach, wenn ihr eine Ablaufrinne für Fett haben wollt, einfach ein paar Möhren in die Form. So, einfach rein, zeige ich euch. Und dann könnt ihr darauf die Hähnchenschenkel legen und das ganze Fett kann super abtropfen. Bei Hähnchen merkt man den Steinofeneffekt wirklich sehr. Das Hähnchen ist hochsaftig und ganz, ganz knusprig von außen. Also das kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, mal zu machen. Guckt mal auf meiner Homepage vorbei, da habt ihr ganz viele Rezepte für den Download. Ihr könntet sie euch direkt downloaden und wirklich für jede Form habe ich da eine eigene Rubrik gestaltet. Ihr könnt zum Beispiel auf der Pizzaplatte. Brötchen fetten ja nicht aus, die könnt ihr super auf eurer Platte machen, aber auch in jeder anderen Form. Ich hoffe, man kann es ganz gut sehen. Das sind die Körnerbrötchen über Nacht. Eins der schönsten Sachen, wo man wirklich den Steinofeneffekt sehr merkt, ist Brot. Da backen wir bei hohen Temperaturen, wir backen das Brot eine Stunde oder eine Stunde zehn lang bei 230 Grad und durch den Deckel ist das Brot die ganze Zeit geschützt, kriegt hohe Temperaturen von außen und das Steinofenklima ist konzentriert im Topf drin. Und deswegen sind die beiden, wir haben noch einen dritten, einen runden Zaubermeister, ist das unsere Brotbackserie, aber sie sind wirklich nicht nur zum Brotbacken, sondern ihr könnt sie für alle Schmorgerichte verwenden und für alle Aufläufe, was ihr so möchtet. Also eine der vielseitigsten Formen, die wir haben. Hier seht ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf ein Brot. Das ist mein Kürbiskern-Chia-Brot. So sieht ein Backergebnis aus einem Ofenmeister aus. Das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Rouladen aus einem Brotbacktopf, aus einem Schmortopf. Ihr braucht die Rouladen überhaupt nicht mehr anbraten. Ihr legt sie einfach rein, alles mit dazu, Deckel drauf, ab in den Backofen und schon habt ihr wirklich nach einiger Zeit ein ganz tolles, braunes, saftiges Ergebnis. Das gleiche ist mit Gulasch der Fall. Gulasch ist auch ein ganz typisches Gericht, nicht anbraten, einfach in den Topf geben und nach zwei Stunden wieder rausholen oder nach anderthalb, je nach Größe der Fleischstücke. Und ihr habt wirklich ein ganz tolles, braunes, sämiges Gulasch. Im Moment ist ja der Trend
total zu Pulled Pork. Bei Pulled Pork, die Töpfe könnt ihr auch gut dafür benutzen. Einfach in den Ofenmeister geben, da habe ich auch ein schönes Rezept. Und ihr habt mit einer Niedergarmethode nach ungefähr 6 bis 7 Stunden einen ganz zarten Braten, den ihr so zerrupfen könnt. Das schmeckt richtig lecker. Auf diesem Blech, das ist eine der meistverkauftesten Formen bei uns, auf diesem Blech könnt ihr alle Blechkuchen zubereiten. Pizza, Flammkuchen. Ihr könnt auch zum Beispiel ein mediterranes Hühnchen draufgeben. Hier habe ich nochmal Süßkartoffelpommes für euch gemacht, damit ihr mal eine Idee habt, was kann denn überhaupt diese Form. Hier habe ich sogar frischen Reibekuchenteig genommen und habe die Reibekuchen im Backofen gemacht. Viel weniger Fettzugabe, es ist viel gesünder und man hat wirklich nicht diesen Fettfilm in der Küche, sondern es ist wirklich ganz, ganz einfach. Und die Reinigung wirklich abwischen und fertig. Fertig ist es. Dann habt ihr mal eine Idee, was man so auf unseren Formen machen kann. Jetzt zeige ich euch beim Zubereiten des Brotes und des Flammkuchens wirklich ein paar unserer tollen Produkte. Es ist wirklich nur ein Auszug, aber ich zeige euch wirklich die Produkte, die sich total bewährt haben und die wirklich in ganz, ganz vielen Haushalten sind. Ein wirklicher Bestseller bei PampChef ist die Backmatte. Die Backmatte, wenn man die bekommt, ist die richtig dick und richtig schwer. Also wenn die liegt, liegt die. Und die hat auch so eine Anti-Rutsch-Wirkung, dass sie nicht von der Arbeitsplatte fliegt und ihr habt eine sehr schöne Einteilung, was so das Ausrollen angeht. Die Backmatte, wenn ihr die anfassen könntet, die ist rau gestaltet. Also auf meinen Kochshows, dann sagen die Gäste immer, die ist ja ganz rau. Das ist aber selbst das Geheimnis, dass auch leicht klebrige Teige überhaupt nicht dran kleben bleiben. Das zeige ich euch nachher. Und zeige ich euch, wie wir den Teig machen. Wir bereiten heute zusammen ein leckeres Bauernbrot zu. Das Bauernbrot findet ihr auf meiner Homepage unter Rezepte Ofenmeister. Da könnt ihr es euch downloaden. Diesen Teig habe ich ungefähr vor 1,5 Stunden angerührt. Der ist jetzt ganz normal aufgegangen und den bringen wir jetzt in Form. Was machen wir? Wir nehmen unseren kleinen Streufix. Das ist ein totaler Bestseller von PampChef. Das ist so ein bisschen der Großmutter nachempfunden. Die Großmutter hat auch früher mit einem Sieb und einem Löffel gearbeitet. Und so ist das gestaltet als Tasse. Wir haben ein ganz feines Sieb und es ist so ein Tassenformat und wir können das Mehl ganz fein ausstreuen. Das sieht total viel aus, wenn man das so rauskommen sieht. Es ist aber wirklich ein hauchdünn. Man kann das ganz schön portionieren durch den Deckel. Es ist schön zu wieder. Auch Puderzucker wird nicht klumpig, so meine Erfahrung. Und wann braucht man Mehl? Wenn die Hände dreckig sind. Und dann kann man sich die Tasse ganz schnell mit einem Finger aus dem Schrank holen, kann das Mehl ausstreuen und man hat überhaupt nichts dreckig. Das ist wirklich wie so eine kleine Feuerwehr. Ihr nehmt jetzt euren Teig und packt den bei euch auf die Arbeitsfläche oder auf die Backmatte, je nachdem, was ihr habt. So. Jetzt ist es so, wir müssen ja aus diesem weichen, wabbeligen Gebilde ein schönes Brot bekommen. Wie macht man das? Erstmal ist es wichtig, dass ihr noch ein bisschen Mehl drüber streut. Der Teig ist jetzt wirklich sehr weich. Und wir nehmen diesmal unseren großen Ofenmeister. Der hat 3 Liter Inhalt. Ich gucke mal, dass ihr es schön sehen könnt. So. Der hat 3 Liter Inhalt und da passen wirklich gut 2 Kilogramm Fleisch rein, aber auch Brote bis 1200 Gramm Mehl plus Flüssigkeit. Also das ist wirklich eine Menge. Hier kann man immer auch ein Brot reinlegen, was nur 500 Gramm Mehl hat. Das ist wirklich ganz individuell. Ihr mehlt den Boden ein wenig ein. Oder was auch schön ist, wenn ihr Brot backt, dann packt ihr einfach so 2 Hände voll Körner rein. Dann habt ihr unten schon ein paar Körner in eurem Brot und ihr habt wirklich eine tolle Isolierschicht. Was ich immer mache, ist ein Zwillingbacken auf meinen Kochshows. Ich teile den Teig, weil auf einer Kochshow sitzen ja oft 10 Personen und mehr, weil es so, noch so unbekannt ist in Deutschland und ich brauche ja viel Kruste.
Und deswegen backe ich oft zwei kleine Brote. So, und jetzt möchten wir aus diesem Brot einen schönen Laib bekommen. Das ist immer gleich. Man bekommt einen schönen Laib, indem man den Teig faltet. Ihr nehmt eine Ecke von eurem Teig und faltet ihn in die Mitte und drückt ihn an. Jetzt machen wir das gleiche wieder. Wir nehmen den Teig, falten ihn in die Mitte und drückt ihn an. Wieder eine Ecke, rüberziehen und andrücken. Wieder eine Ecke nehmen, rüberziehen. Und dann merkt ihr, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, wie der Teig fester wird und wie der Teig Spannung bekommt. Macht das noch ein paar Mal. So. Und wenn ihr merkt, Mensch, das ist jetzt aber ganz schön schwer, dann könnt ihr aufhören. Wir drehen ihn um und dann haben wir einen richtig tollen Laib und den können wir so einfach reinlegen. Das machen wir mit dem jetzt auch. Also der Bäckermeister, der macht das so mit dem Handrücken. Der arbeitet viel schneller und viel kraftvoller. Aber für unseren Hausgebrauch ist das hier schon wunderbar. So. Da kann man auch nichts falsch und nichts richtig machen. Also Hauptsache, ihr faltet den immer von außen nach innen. So. Und dann haben wir den zweiten Laib. Wir legen den hier rein. Und jetzt kann ich einfach noch ein bisschen Mehl drüber geben. Das ist so reiner Show-Effekt. Das sieht immer sehr rustikal aus. Und wie ihr das Brot einschneidet, ist auch völlig egal. Ihr könnt Herzen reinmachen, Ehren, Sterne, ganz egal. Je schärfer euer Messer ist, umso besser ist es. Dann habt ihr wirklich eine sehr schöne Bruchkante. So. Und dann geben wir dieses Brot jetzt eine Stunde bei 200 Grad in den kalten oder in den vorgeheizten Backofen. Mein Backofen ist jetzt vorgeheizt, dann ist es eine Stunde. Wenn ihr das Brot in den kalten Backofen gebt, müsst ihr eine Stunde 10 backen. Dann nutzt man die Aufheizzeit auch noch mit aus. Wieder ein bisschen sauber und das war's schon. In der Zwischenzeit, wo unser Brot backt, zeige ich euch, wie wir unseren Flammkuchen zubereiten. Dafür nehmen wir unsere ganz klassische Pizzaplatte. Dieser ist mein Vorführstein. Ihr seht, also der ist jetzt ungefähr 4 Jahre alt und sieht nur Pizza. Deswegen ist er hier an den Rändern, da hat sich mal ein bisschen Käse eingebacken, aber der ist wirklich mein treuer Begleiter auf meinen Kochshows. Und ich habe euch ja eben erzählt, wir müssen unsere Form einfetten. Ich zeige es euch jetzt mal, wer braucht natürlich eigentlich gar kein Fett mehr, aber ich zeige euch mal, wie man das macht. Ihr nehmt entweder einen Pinsel und fettet eure Form ganz gut ein. Das muss nicht in Fett schwimmen, das ist wirklich überhaupt nicht nötig. Hauptsache, es ist überall ein ganz bisschen Fett und dann könnt ihr einfach weiterarbeiten. So. Als ich bei Pampel Chef angefangen habe, habe ich unsere Glasserie gar nicht erklärt, weil ich gar nicht so wusste, was kann das überhaupt? Und nach ein paar Wochen, als ich Beraterin war, bin ich erst dahinter gekommen, Mensch, das ist richtig klasse. Alle unsere Glasformen, ihr seht hier hinten auch noch welche. Wir haben Lock-and-Lock-Dosen in eckig, wir haben runde Dosen, ich zeige es euch mal. Und wir haben Rührschüsseln. Die Rührschüsseln, alle Formen aus Glas, kommen mit einem Deckel, sodass man immer eine Verschlussmöglichkeit hat. Und jede Glasform von Pampel Chef darf in die Mikrowelle, in den Geschirrspüler, in den Backofen, ihr könnt damit backen, und in den Tiefkühltruhe. Ihr dürft es auch einfrieren. Also das ist ein Glas für alles. Das ist die 1 Liter Rührschüssel, die gibt es noch doppelt so groß, 2 Liter. Und ihr dürftet sie sogar einfrieren, ihr dürft damit backen, die darf in den Backofen und auch in den Geschirrspüler. Es ist also wirklich ein totales Allround-Glas. Und das Einzige, was natürlich nicht in den Backofen darf, sind die Deckel.
Jetzt, da habe ich einen ganz normalen Pizzateig angerührt. Den findet ihr bei mir auf der Homepage unter Flammkuchenteig. Und zeige euch jetzt mal die totalen Bestseller von Pampel Chef. Das sind die Mix and Scraper Schaber. Warum? Die sind alle weiß. Ich habe mal so eine Sonderedition geschenkt bekommen. Deswegen normalerweise sind die alle weiß. Der ist der größte, das ist der Mix and Scraper. Das ist die mittlere Version, das ist der kleine Mix and Scraper und das ist der Mini Mix and Scraper. Hier bekommt ihr einen reinen Silikonlöffel, der sich jeglicher Form, das könnt ihr hier sehen, anpasst. Also ihr könnt so arbeiten, ihr könnt so arbeiten und es ist wirklich, die passen sich allen Formen an. Und man bekommt bei diesen Silikonschabern immer einen Löffel mit dazu. Das heißt, ihr könnt ihn auch als Portionierlöffel benutzen oder wenn ihr was aus Schüsseln rauskratzt, dann hat man oft das, man kann das ja nicht aufnehmen, man kann das nicht portionieren. Aber so kann man etwas zusammenschaben, portionieren, aufnehmen und fertig. Das ist mit der meistverkaufteste, denn der passt zufälligerweise hinter das Messer einer sehr bekannten Küchenmaschine und wird total gerne genommen. Also alle Bäckerinnen und die, die man gerne kocht und backt, die nehmen den. Und was ist das Besondere noch dazu bei den Scraper-Schabern? Die sind bis 343 Grad hitzebeständig. Die dürfen alle in die Bratpfanne. Ihr könnt damit euer Rührei schön fertig machen, könnt das Rührei in der Pfanne zubereiten. Ihr könnt es als Portionierlöffel verwenden. Also das sind richtig tolle Allrounder, die machen richtig Spaß. Jetzt nehme ich mal den Pizzateig und packe ihn hier auf unseren Stein. So. Und jetzt zeige ich euch der totalen Bestseller. Der Teigroller ist wirklich ein Wunderding. Ihr bekommt zwei reine weiße Silikonrollen und wenn ihr die anschaut und so gegen das Licht haltet, würdet ihr mich anrufen und sagen, Steffi, meine Teigrolle ist kaputt. Da sind richtige, ja, so leichte Vertiefungen drin. Das ist so das Geheimnis, warum selbst leicht klebriger Teig nicht mehr dran kleben bleibt. Ihr braucht bei diesem Teigroller kein Mehl mehr oder fast kein Mehl mehr. Das ist wirklich unglaublich, wie toll man damit ausrollen kann. Diese Rolle ist für große Flächen und die ist für kleine Flächen, für Springformen. Ihr könnt in einer Springform ausrollen, an dem Rand hochziehen und ihr habt nicht mehr diesen Knubbelrand, den ihr so reindrücken müsst, sondern dadurch, dass die oval gestaltet ist, könnt ihr da einfach locker in einer Springform oder in kleineren Formen ausrollen. Hier habt ihr noch ein kleines Instrument, das ist super, um so Teigtaschen zuzuarbeiten, also so, das ist so ein kleines Messer dran oder so ein, oder ihr könntet auch Mürbeteig damit einstechen und das kann man hier einfach reinklicken. Das ist noch kommt mit dazu. Und das Ausrollen mit diesem Roller ist kinderleicht. Also wenn ich Kunden habe, die Kinder haben, die kloppen sich fast ums Ausrollen, weil das so leicht geht. Wir haben bei Pampel Chef immer eine Hand frei. Das heißt, wir können uns dem Teig sagen, wo er hin soll. Ihr nehmt also euren Teig, zieht ihn in die Ecke, wo er hin soll und rollt ohne Kraft einfach hinterher. Jetzt nimmt ihr wieder eine Ecke, zieht ihn ein ganz bisschen, wo er hin soll und ich rolle ohne Kraft hinterher. Das mache ich hier auch. Ziehe einfach wieder und lasse den Teigroller einfach seine Arbeit machen. Einfach nehmen, rollen. Und es ist wirklich so leicht, wie es aussieht. Zack. Einfach nur so ein ganz bisschen anheben, bisschen in die Richtung vorgeben und schon habt ihr euren Teig ganz locker ausgerollt. Jetzt zeige ich euch aber noch, was denn das Besondere an der Backmatte ist. Wenn ihr euren Teig, ihr dürft ja auf jedem Stein schneiden. Das macht den Formen überhaupt nichts aus. Also ich kann mit dem Messer hier einfach drüber gehen und einfach was abschneiden. Wir machen das nachher auch mit dem Pizzarad, zeige ich euch das nochmal. Ihr könnt jetzt euren wirklich weichen Teig auf der Backmatte ausrollen. Und das Schöne ist,
die bleibt komplett, der Teig bleibt komplett haften. Und ihr ohne Mehl, ohne alles, und ihr könnt euren Teig so wieder abziehen. Das ist super für Hefeteig zum Beispiel. Hefeteig möchte ja gar nicht ausgerollt werden, möchte so klein sein, der zieht sich ja immer wieder zusammen. Auf der Backmatte ist das kinderleicht, dass ihr einfach euren Teig ausrollt und ihr könnt ihn so abziehen. Das macht wirklich super viel Spaß. So, ich hatte ein bisschen zu viel Teig angerührt, aber jetzt habe ich noch. So. Ihr nehmt euren zum Beispiel kleinen Löffel und packt einfach euren Schmand, euer Creme Fraiche einfach auf den Teig. Und das ist auch ein total beliebtes Produkt, der kleine Streicher. Der ist ganz toll für Verzierungen, für Muffins, um auf einer Pizza zum Beispiel die Tomatensoße zu verstreichen. Für Torten haben wir das noch in einer großen Variante, aber der kleine ist wirklich total flexibel und macht wirklich total Spaß. So. Ihr schon mal das Wort Microplane gehört? Microplane ist weltweit der Marktführer, was Reiben angeht. Die Reiben sind gestanzte Messer und wenn ihr euren Glitzischwamm hier drüber zieht, kommt der geschreddert unten raus. Es sind wirklich rattenscharfe Messer. Zu jeder Reibe gehört ein Aufsatz, damit man sich auch bei Reststücken überhaupt nicht verletzen kann. Das ist so ein Schlitten, der richtig drin bleibt. Und es gibt sie in grob und in fein. Und damit ihr mal wisst, was ist Microplane, zeige ich euch das jetzt. Ihr habt auch da wieder ein Produkt, was total durchdacht ist. Das Silberne ist von der Firma Microplane. Und Pampichef hat sich gesagt, mit so einem Giganten, da müssen wir kooperieren. Da gehen wir in die Partnerschaft. Alles, was schwarz ist, ist Microplane. Und ihr habt immer die Wahl, möchtet ihr eine Handreibe haben? Möchtet am Tisch eure Pasta mit Parmesan reiben oder möchtet ihr große Mengen reiben, dann ist hier ein Gelenk drin. Ihr könnt das entriegeln und ihr könnt auf der Arbeitsfläche ganz viel und ganz große Mengen reiben. Und wenn sie verstaut werden soll, könnt ihr die wieder entriegeln und sie ist so groß. Und alles, was bei Pampichef scharf ist, kommt alles mit einem Schutz, dass man sich auch in der Schublade nicht verletzt. Das ist wirklich klasse. Damit ihr mal seht, was ist Microplane, habe ich jetzt hier, naja, ich bin ja schon ein bisschen am Erzählen, einen ziemlich weichen Edamer. Und ihr nehmt einfach eure Reibe und stellt sie hin. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Und jetzt nimmt man diesen Käse und zieht ihn ohne Kraft über die Reibe. Und ihr seht, was da unten rauskommt. Völlig ohne Kraft, überhaupt kein Problem. Jetzt ist das natürlich bei der groben Reibe überhaupt gar kein Kinderspiel, das ist ja wirklich sehr leicht. Damit ihr aber mal wisst, wie scharf ist Microplane, habe ich die feine Reibe. Die feine ist für Muskatnuss, für Ingwer, für Parmesan ist die toll. Und wenn ich jetzt diesen Käse nehme und hier rüber reibe, dann seht ihr, was passiert. Ich kann diesen super weichen Edamer einfach reiben, ohne dass die Reibe verstopft. Ich kann so als Handreibe ganz normal meinen Käse über meine feine Reibe reiben und ich habe es rieselt nur so runter. Das kann nur Microplane. Eins der schönsten Sachen ist Parmesan. Ich habe hier ein kleines Stück, damit ihr das mal seht. Und wir reiben jetzt einfach ein bisschen Parmesan darüber. Das ist wirklich nicht viel. Und ihr seht, das ist ein riesen Parmesanberg da. Und das ist ganz, ganz fein und fluffig. Und das packen wir jetzt auf unseren Flammkuchen. Auf meinen Kochshows
dürfen natürlich die Gäste das alles ausprobieren, den Roller ausprobieren und auch die Reiben ausprobieren, weil wenn man es selbst mal gemacht hat, dann kann man sich auch wirklich von der Qualität gut überzeugen. Das macht richtig Spaß. Also probiert es mal aus. So. Wunderbar. Und jetzt kommt noch ein bisschen Schinken drauf. Es ist natürlich, solltet ihr Vegetarier sein, wir Berater, wir haben immer Alternativen, wenn man jetzt sagt, man isst kein Fleisch oder man macht eine schöne Rucola-Pizza mit ein bisschen Parmesan. Also da ist wirklich der Fantasie, was man an Sachen zubereitet, überhaupt keine Grenze gesetzt. Natürlich sollte die Vorführung, dieser Steinofeneffekt da sein. Also deswegen empfehle ich immer eine Pizza zu machen mit euren Gästen und ein Brot, weil da merkt man den Steinofeneffekt wirklich sehr. Jetzt habe ich euch tolle Sachen gezeigt, die sich richtig Spaß machen, in die Küche zu holen. Der Teigroller, die Reiben, die Stoneware, überhaupt gar kein Problem. Jetzt zeige ich euch unseren Spiralschneider. Und ich sage immer, der gehört so ein bisschen unter die Kategorie Spielzeuge, aber der macht ganz viel Spaß. Auch Pampel Chef hat einen Spiralschneider. Und wir können alles da reingeben, was knubbelig ist und was schneidbar ist. Also Apfel, Kartoffel, dicke Möhre, Gurke, Zucchini, geht alles rein. Wir brauchen für unseren Flammkuchen eine Zwiebel. Rein damit. Einmal andrehen. Und dann heißt es drehen und leicht drücken. Ihr seht das jetzt gleich. Jetzt müssten hier unten, kommt da eine Spirale raus. Hier seht ihr ganz viele Zwiebelspiralen. Und da es ja ein Flammkuchen ist und es bleibt immer so ein ganz kleiner Rest über und hier auch. Da es ein Flammkuchen ist und er von den Zwiebeln lebt, mache ich jetzt noch eine. Und mache vielleicht nur eine halbe. Mal gucken. Also das ist ein Riesenwerk, aber dadurch, dass die so fein geschnitten sind, fallen die gleich alle auf unserem Flammkuchen zusammen. Rauf damit. So, und für das Auge packen wir jetzt noch ein paar Frühlingszwiebeln drauf. Zeig euch den. Und der geht jetzt, wenn das Brot gleich fertig ist, auch in den Backofen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Es ist jetzt eine Stunde vorbei. Unser Brot ist fast fertig und unser Flammkuchen wandert jetzt gleich in den Backofen. Ich hole unser Brot raus, was wir vorhin ja gefaltet haben. Unser Flammkuchen geht rein und der braucht jetzt ungefähr so 15 bis 20 Minuten. So, jetzt gucken wir uns erstmal unser Brot an. Wir schauen mal rein. Da ist es. Da ist unser Steinofenbrot. Und ich zeige euch jetzt, was ist Pampel Chef überhaupt? Jetzt müsst ihr mal zuhören. Das ist Pampel Chef. Und wenn wir das Brot jetzt rausnehmen, es gibt nicht viel, was ich zur Stoneware dazu empfehle. Aber wenn ihr euch für eine Tonform entscheidet, dann ist das Produkt, was ich dazu empfehle. Das ist ein kleiner Metallservierheber, denn ihr bekommt alles von der Stoneware gut runter oder raus. Und hier könnt ihr mit eurem kleinen Servierheber einfach das Brot lösen, rausnehmen. Und wenn ich das Brot jetzt umdrehe, dann ist es unten genauso knusprig wie oben. Es ist nichts geschwitzt, es ist nichts feucht, sondern es ist alles rundrum knusprig.
Und wenn ich das Brot durchbreche, es ist jetzt wirklich noch sehr heiß, dann seht ihr, wie saftig das von innen ist. Und was, ich sage auf meinen Kochschuss immer, was ist Pampel Chef? Das ist Pampel Chef. Knusprig rund und rundherum und das macht wirklich viel Spaß. Auf meinen Kochschuss sage ich immer, geht's nicht ohne Krümel? Und jetzt zeige ich euch eins von meinen Lieblingsprodukten. Das ist das. Das Brotmesser von Pampel Chef. Das hat ein wirklich super Preis-Leistungs-Verhältnis und ich kann damit selbst kochend heißes Brot schneiden. Und das machen wir jetzt. Ich lege euch das mal dahin. Ihr könnt dieses ganz frische, heiße Brot einfach mit dem Brotmesser, und ihr seht schon, die Krümel springen, einfach wie Butter durchschneiden, ohne dass euch der Teig, dass euch das Brot zerquetscht, ohne alles. Und das Kuchengitter von Pampel Chef gehört auch zu den absoluten Bestsellern. Und da sagen meine Kunden immer, Steffi, wie konnte ich denn vorher ohne Kuchengitter leben? Das ist ein Produkt, das liebt man, wenn man es erst zu Hause hat. Und dadurch, dass das so hoch von der Arbeitsfläche steht, kann Kekse oder auch Brot super abschwitzen, weil hier unten genug Platz ist. Und ansonsten, wenn man ein Kuchengitter hat, was zu nah am Boden ist, dann schwitzt das ab und die Feuchtigkeit geht gleich wieder zurück. Und das ist wirklich Brot. Brotscheiben sind innerhalb von 2 Minuten abgekühlt. Und wirklich schade, dass ihr das jetzt nicht riechen könnt und probieren könnt. Und das wäre jetzt die erste Stufe von Pampel Chef. Und jetzt warten wir noch, bis der Flammkuchen fertig ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Willkommen zurück. So, jetzt habt ihr schon unser Steinofenbrot gesehen und leider nicht probieren können. Und jetzt ist unser Flammkuchen auch fertig und den holen wir jetzt gemeinsam raus. So. Da ist er. Ich zeige euch ihn mal. Da ist er. Was ist hier das Besondere? Woran merkt man überhaupt dieses Steinofenklima? Ihr könnt euren Flammkuchen so von eurem Stein ziehen und wenn ich das jetzt runternehme, seht ihr, wie euer Stein überhaupt nicht geschwitzt ist. Es ist gar keine Staunässe drunter, sondern das hat der Stein die ganze Zeit in den Backofen geleitet. Woran merkt ihr, dass eure Pizza oder euer Flammkuchen fertig sind? Wenn ihr zum Beispiel euren kleinen Servierheber nehmt und es wird so eine Art Platte, seht ihr das? Ich kann das wie so eine Plattenart hochnehmen. Dann ist er fertig, oder wenn ich drunter kratzen kann. Und wir dürfen ja auf unserem Pizzastein schneiden, wie wir wollen. Das machen wir gleich. Was noch wichtig ist zu wissen, zu allen Formen, die es von Pampel Chef gibt, die Stoneware-Formen sollten immer zu 2/3 belegt sein. Das heißt, wenn ihr jetzt auf eurem Stein vielleicht nur 5 Fischstäbchen habt, ist das zu wenig Belegung, dann legt irgendwas um die Fischstäbchen rum, was vielleicht noch als Beilage dienen kann, vielleicht kleine Kartoffelwürfel oder ein bisschen Zucchini oder Paprika. Also grundsätzlich sollten immer 2/3 der Tonfläche belegt sein. So, jetzt schneiden wir unser Flammkuchen ab. Das Pizzarad ist ganz oft eins von den tollen Geschenken, die es dazu gibt. Das gab es schon öfter mal. Die Programme wechseln monatlich, also es gibt immer andere Geschenke. Und das Schöne ist, auch das Pizzarad ist scharf geschliffen. Das heißt, von beiden Seiten scharf, es kommt mit einem Schutz, auch für die Schublade. Und man hat hier nochmal so einen Kantenschneider. Und richtig, richtig viel Pizzarad habt ihr in der Hand. Also das ist eine richtig große Klinge. Und dadurch, dass der Griff ergonomisch geformt ist, habt ihr auch die perfekte Kraftübertragung auf euer Pizzarad und auf euren Stein. Also, ihr könnt den ganz locker zerteilen.
So. Hierfür haben wir dann unsere Klinge. So, und auf einer Kochshow dürftet ihr jetzt das Brot probieren, den Flammkuchen probieren, ihr hättet alles ausprobieren dürfen, anfassen dürfen, testen dürfen, dass unter anderem, wenn ich zum Beispiel Frikadellen oder Currywurst oder irgendwas anderes mache, alles darf probiert werden und man kann sich wirklich wunderbar von den Backergebnissen überzeugen. Und dann sage ich immer zu meinen Gästen, die kriegen dann jeder ein Stück Flammkuchen und sie dürfen es noch nicht probieren. Denn alle gemeinsam nehmen wir unser Stück Flammkuchen in die Hand und es ist ganz wichtig, dass das Stück waagerecht abstehen kann. Also ihr seht, ihr habt es wirklich gut belegt obendrauf, aber unten ist es total knusprig. Und wenn ich es mal umdrehe, es ist überhaupt nicht verbrannt. Es ist wirklich knusprig gemacht, aber der Teig ist sogar noch etwas heller von der Unterseite. Das kann wirklich nur die Stoneware von Pampuchef. Das Schöne ist, das sind Formen für die Alltagsküche. Ab aus dem Schrank, belegen und ab in den Backofen. Diese Formen werden nie alleine vorgeheizt, überhaupt nicht. Also man nimmt sie, belegt sie und backt ab. Jetzt mache ich nochmal für euch so eine kleine Zusammenfassung. Was ist für was? Dieser Kerl, das ist der Ofenmeister, der ist wirklich für alle Brote, für Schmorgerichte, Gulasch, Rouladen, Braten, Pulled Pork. Ohne Deckel könnt ihr ihn immer als Brat- und Backform benutzen. Das heißt, ihr könntet hier auch ungefähr 6 oder 8 Frikadellen reinlegen, ihr könnt Bratwürstchen reinlegen, alle Aufläufe, alle Gratins. Also da habt ihr wirklich einen ganz vielseitigen Topf. Den gibt es einmal in 3 Liter und einmal in 1,5 Liter für den kleineren Haushalt oder für kleinere Brote bis 500 Gramm Mehl. Das ist die ganz klassische Pizzaplatte. Die ist perfekt für Pizza, Flammkuchen, für Pommes, Kartoffelspalten, Röstgemüse. Also für alles, was euch nicht in den Backofen fettet, weil er ja keinen Rand hat. Dann haben wir noch eine schöne Alternativform. Das heißt, das ist eine Art Backblech mit Rand. Das heißt, ihr könnt auch alle Pizzen drauf machen. Ihr habt aber auch eine große Fläche für Blechkuchen, für Röstgemüse, für Pommes, für Kartoffelspalten. Und ihr habt immer einen kleinen Auslaufrand und seid sicher, dass euch nichts in den Backofen läuft. Diese Form, die müsst ihr wirklich immer gut voll belegen. Das ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Und auch egal welche Form, fettet sie wirklich am Anfang ein. Auf einer Kochshow dürftet ihr jetzt die Produkte bestellen. Man geht so ein bisschen in die Beratung, man erzählt, was backt und kocht man gerne. Und dann sucht man sich wirklich eine schöne Form für sich aus. Ab einem gewissen Bestellwert gibt es ein tolles Geschenk mit dazu. Oder wenn ihr jetzt sagt, wirklich auf der Kochshow, Mensch, das hat mir gut gefallen, das mache ich mit meinen Freundinnen auch, dann werdet Gastgeber. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, sich so die Produkte ins Haus zu holen. Ihr testet es, ihr probiert, ihr könnt euch wirklich von der Qualität der Produkte überzeugen und ihr habt noch ganz viele Vorteile als Gastgeber, dass ihr wirklich Geschenke, Freiware und auch Produkte zum halben Preis bekommt. Oder wenn ihr sagt, Mensch, das war gar nicht so schwierig, bisschen kochen und backen tue ich in meiner Freizeit auch. Das Beste ist wirklich Pampuchef-Berater zu sein. Ich habe ganz, ganz viel Freude. Ich bin Beraterin mit Leib und Seele und es macht total Spaß, auf den Kochshows diese tollen Produkte zu zeigen. Ihr habt unten im Text, verlinke ich euch meine Homepage, da habt ihr wirklich ganz viele Rezepte. Ihr habt einen Foodblog dabei, da ist auch nochmal die Handhabung beschrieben und da findet ihr wirklich alles. Und ihr findet mich auch bei Facebook unter Steffi kocht und backt. Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, zur Tätigkeit, zu den Produkten, schreibt mir eine E-Mail oder ruft mich an und ich antworte euch garantiert. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich konnte euch ein wenig in die Welt der Zaubersteine entführen. Und ich hoffe, bis ganz bald. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen.